In London begrüße ich jetzt Birgit Maas, unsere Korrespondentin. Frau Maas, schlechte Zeiten für die Konservativen. Ja, tatsächlich. Theresa May hatte einfach keine gute Zeit. Sie hatte keine sehr gute Kampagne. Sie hat ja gedacht, dass sie wirklich haushoch gewinnen könnte. Und obwohl sie immer wieder betont hatte, dass sie nicht eine überraschende Neuwahl einleiten würde, hat sie es dann doch gemacht, einfach weil sie nicht widerstehen konnte, weil sie dachte, dass das Glück auf ihrer Seite sein würde. Sie lag so hoch im Voraus gegenüber Labour, dass sie einfach dachte, sie möchte ihr Mandat stärken. Aber nun sieht es eben nach ersten Umfragen tatsächlich nicht so aus, als wäre ihr das gelungen. Das wäre tatsächlich eine ganz, ganz große Schlappe für Theresa May. Das Ganze ist aber keine Aussage des britischen Wählers in Sachen Brexit. Das ist sehr, sehr kompliziert. Das sollte ja eigentlich eine Brexit-Wahl werden. Der Brexit hat ja auch den Ausschlag gegeben, dafür, dass Theresa May überhaupt an die Macht gekommen ist, Premierministerin wurde. Und dann natürlich wollte sie gerne ihr Mandat stärken, was aus ihrer Hinsicht ja auch sehr sinnvoll gewesen wäre. Denn mit einer knappen Mehrheit im Parlament lässt es sich schwer regieren und lässt es sich auch schwer mit Brüssel Verhandlungen führen. Und da hatte sie gehofft, dass sie einfach ein stärkeres Mandat hätte. Das wäre wahrscheinlich auch aus Sicht der europäischen Partner wünschenswert gewesen, denn dann hat sie auch mehr Möglichkeiten, Kompromisse zu machen. Aber so ist es nicht gekommen. Der Brexit hat eine Rolle gespielt bei diesen Wahlen, allerdings nicht die einzige Rolle. War wirklich überschattet in den letzten Tagen, vor allen Dingen vom Terror, aber eben auch von der guten Wahlkampfstrategie von Labour, die es einfach auch geschafft haben, inhaltlich andere Akzente zu setzen mit Gesundheitspolitik, sozialer Gerechtigkeit. All das waren Themen, die bei den Wählern auch ankamen und die ihnen auch am Herzen liegen. Natürlich, der Brexit ist etwas, worüber Großbritannien redet, aber die anderen Themen, die sind eben auch wichtig und darüber hat der Wähler mitentschieden. Wir müssen sagen, dass die Zahlen, die wir kennen, natürlich aus Nachwahlbefragungen stammen und noch nicht die endgültigen Zahlen sind. Das kann sich in der Nacht noch entwickeln. Aber wenn es so bleibt, dass die Konservativen noch nicht einmal die Mehrheit erhalten, geschweige denn die absolute Mehrheit erhalten, geschweige denn zulegen, wird das Frau May als Premierministerin und als Parteivorsitzende überleben in Gänsefüßchen? So viel ist passiert in Großbritannien, was man so nicht für möglich gehalten hat im letzten Jahr eigentlich, dass ich darüber kaum spekulieren möchte. Ein nochmaliger Wechsel des Parteivorsitzenden, der Parteivorsitzenden wäre sicher einfach noch mehr Unruhe innerhalb der Partei, auch innerhalb des Landes, würde nochmalige Wahlen nach sich ziehen. Also es ist etwas, das sich die Partei gut überlegen wird. Aber natürlich, Theresa May hat sich einfach verspielt in ihrer Entscheidung und vor allen Dingen war ihre Kampagne, wenn dann tatsächlich diese Zahlen so stimmen, die wir jetzt kennen, einfach nicht glaubwürdig genug. Und das ist natürlich ja für jemanden, der an der Spitze des Landes steht und der so wichtige Verhandlungen auch zu führen hat in den nächsten Monaten, ein riesiges Problem. Können Sie einen Satz zur Labour Party sagen, die offensichtlich zugelegt hat, aber in ihrer Führungsspitze nicht unumstritten ist? Nicht unumstritten, aber Jeremy Corbyn, der wirklich mit ganz, ganz schlechten Umfragewerten angefangen hat. Die Abgeordneten hier, wir sind ja hier in Westminster, wir haben so viele Interviews geführt mit Abgeordneten, die einfach überhaupt nicht hinter Jeremy Corbyn standen, die ihn umstürzen wollten, die einfach nicht glauben, dass jemand, der so weit links ist innerhalb der Partei, dass der die Partei anführen kann. Aber er hat sich durchgesetzt und er hat es geschafft, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich war auf einer Veranstaltung gestern Abend noch hier in London, in Nord-London, wo Jeremy Corbyn im roten Bus angefahren wurde und wo wirklich Trauben, Menschenmassen auf ihn gewartet haben. Die haben gesungen, die haben getanzt. Und das war etwas, das hat bei Theresa May sich niemand vorstellen können, dass die Leute so enthusiastisch sind. Man hätte gedacht, in Zeiten der Unsicherheit würden die Leute Theresa May wählen, weil sie einfach eine starke Hand haben wollen. Es geht um den Terror, es geht um den Brexit,
Aber das ist eben nicht das Einzige. Es geht auch um andere Werte. Es geht um soziale Gerechtigkeit. Und das ist etwas, was auch wirklich in Großbritannien sehr, sehr stark diskutiert wird. Und das ja auch durch den Brexit ans Tageslicht gekommen ist, dass einfach da viele Leute unzufrieden sind, sich abgehängt fühlen. Das ist was, was wir auf der ganzen Welt sehen. Und das ist etwas, was Theresa May auch angesprochen hat und betont hat, dass sie eben nicht nur für ganz wenige da ist, sondern dass sie für alle und auch Gerechtigkeit, auch für Gerechtigkeit einsteht. Aber wir haben das nicht gesehen. Man hat es auch nicht gespürt. Und ich glaube, bei Jeremy Corbyn haben die Leute das mehr gespürt. Birgit Maas, noch eine Frage ohne Politik. Wir haben das Stichwort Terror mehrfach gesagt. Wie war denn heute das öffentliche Bild? Hat man mehr Polizei als sonst gesehen? Sind Wahllokale gesichert gewesen? Ja, also das habe ich schon gehört, dass eben viele Wahllokale auch speziell gesichert waren, auch mehr als sonst. Ich selber war auch in London Bridge, da wo der Anschlag eben in London kürzlich stattgefunden hat. Und da kommen immer noch Leute hin, es gibt nur noch ein riesiges Blumenmeer, Leute kommen und halten inne, einige weinen, andere legen Blumen ab, andere haben ja Gedanken, man kann dort auch Zettel ankleben. Also es ist immer noch wirklich ein Ort so des Gedenkens und wo einem klar wird, dass dieses Land eben doch sehr stark durch diese Anschläge, durch diese drei Anschläge kurz hintereinander doch sehr stark getroffen wurde. Und mein Bauchgefühl hätte mir gesagt, dass Theresa May dadurch profitieren würde, aber anscheinend war es nicht das Einzige, was die Leute bewegt. Oder umgekehrt, sie war eben auch Innenministerin und viele Leute haben ihr vorgeworfen, dass sie gekürzt hat, Polizei gekürzt hat. Sie hatten das vorhin schon angesprochen, das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Also auf jeden Fall, der Terror, das ist schon in den Köpfen der Menschen, auf jeden Fall auch heute sicherlich ganz, ganz, ganz stark da gewesen. Birgit Maas, herzlichen Dank für Ihre Analyse. Guten Abend nach London.